Hallo Anna. Hi. Wie geht's? Ja, voll gut. War ein cooler Abend. Warum Politik? Weil Politik die Gesellschaft verändern kann und weil wir dadurch unser Leben besser machen können und unsere Zukunft besser machen können. Wenn du einen Tag Bundeskanzlerin wärst, was würdest du tun? Ich würde sofort den Kohleausstieg anschärfen. Ich würde sofort nicht mehr Geld in Autobahnen stecken, sondern in Schienen. Ich würde sofort eine Ausbildungsplatzgarantie machen. Und ich würde dafür sorgen, dass jeder studieren kann, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Und ich würde dafür sorgen, dass wirklich Geld in unsere Städte, in die Kommunen, in die Kneipen, in die Stadtzentren, in die Jugendzentren gesteckt wird und in unsere Zukunft und in eine gerechtere Politik investiert wird. Wo siehst du deine Partei in 5 Jahren? In 5 Jahren ist ja nach der nächsten Bundestagswahl. Gute Frage. Ich hoffe, dass wir bis dahin richtig nice Politik gemacht haben und die Leute richtig Bock haben, uns nochmal oder uns weiter das Vertrauen zu geben. Deswegen hoffe ich weiterhin, dass wir in vielen Bereichen, vielleicht auch wieder im Bundeskanzlerinnenamt, Politik machen können. Und wo siehst du dich in 5 Jahren? Dann bin ich 29. Gute Frage. Dann bin ich genau zu alt für die Grüne Jugend geworden. Bei uns darf man nur bis 28 Mitglied sein. Ich hoffe, dass die Partei dann noch so cool ist, dass ich Lust habe, weiter in der Partei aktiv zu sein. Super, danke schön. Gerne. Dann drück mir einmal aufs Knöpfchen.